So, hallo zusammen und ein herzliches Willkommen. Bla bla bla, dieses Ansage-Laber-Gedöns kennt man mittlerweile. Wir sind zurück in Minecraft. Es ist Wahnsinn, wir haben jetzt Folge 100 erreicht. Das klingt jetzt erstmal für manche, was, Folge 100? Komm, das. Keine Ahnung, es macht Gronkh doch mit Links irgendwas. Oder irgend so eine Scheiße, ne? Das Ding ist. Ich wollte die Folge ein bisschen besonders machen und ich habe es ewig vor mir hergeschoben, Alter. Wir haben fast vor einem halben Jahr das letzte Mal Minecraft gespielt, Alter. Das ist schon eine Hausnummer, du. Und da dachte ich mir jetzt, wir machen es folgendermaßen. Ich gehe jetzt mal auf alle Kommentare ein, die ich unter Minecraft so im Gesamten während der ganzen Let's Play-Zeit bekommen habe. Und da lasse ich euch jetzt dran teilhaben und wir schauen uns die gemeinsam an. Mein Handy meldet sich gerade. Ich muss noch kurz einen Blick drauf werfen, weil das jetzt wichtig organisatorisch ist. Das ist nicht mal mein Chat. Alles klar. Okay, dann passt das. Jo, dann würde ich sagen, wir schwafeln nicht lang, sondern schauen uns das Ganze an. Ich würde derweil jetzt mal hier im Pausemenü bleiben oder wir switchen mal um gerade. Fuck, das wird gerade alles aufgenommen. Ich gehe derweil mal in den Firefox rein und wir forsten jetzt die ganze Folgen durch, weil ich dafür eine Playlist angelegt habe. Und ich sehe gerade schon, in Teil 1 ist nichts an Kommentaren. Deswegen, ich denke, ich werde es auch so zusammenschneiden. Das, ja. Spätestens dann, wenn ein Kommentar ist, dass ihr den hier vorgetragen bekommt und ich das dann so einzeln skippe, falls nichts sein sollte. Und wir sind schon in Part 2 angekommen, der da als Kommentar mitbringt vom Alk J Leerzeichen Sus Funny! Und dann so ein Lachsmiley. Offenbar, das war jetzt nicht die Folge, wo Funny mit dabei war, weil das war mein damaliger Let's Play-Kumpel. Ja, also auf jeden Fall ist zumindest cool, dass es damals welche schon lustig fanden. Ist natürlich schon ewig her. Von wann ist das? Von 2013, Ende 2013. Och, ich werd nicht mehr. Ende 2013, ach du Scheiße. Das heißt, ich habe jetzt die ganze Zeit Minecraft Let's Played ohne. Oh, das ist ja krass. Aber anscheinend in den Comments war. Die Kommentare, die wirkten jetzt schon, als hätten wir dort damals schon ein Mikro gebraucht für Fanny und mich. Das Video, das lädt gerade aus irgendeinem Grund gar nicht. Das finde ich gerade ein bisschen enttäuschend. Abgesehen davon, dass die Qualität unterste Scheiße war. Ach du Scheiße, was hatte ich da für ein Texture-Pack? Ich glaube, das Misa 64. Ich habe damals mit Minecraft 1.6.4 angefangen, um das mal so zu sagen. Das war natürlich, das war schon was. Na gut, okay. Machen wir weiter. In Nummer 4 ist ebenfalls nichts. Das war gerade Nummer 3, die wir hatten mit den kommen. Mit dem. Na. Ich komme nicht mehr drauf. Mann, bin ich dumm. Folge 6 ebenfalls nix. Sieben auch nix. Da hatte ich noch mein uraltes Intro und da hieß ich noch ganz anders. Das war krass. Folge 9 beinhaltet auch nix. Die Nummer 11. Ebenfalls nichts. Aber ich sehe schon, ich hatte dort die Zeit, das waren die Zeiten, wo ich die ganze Zeit Hater hatte. Und die saßen dann so bei mir mit in der Schulklasse drinne und haben in Echtzeit quasi neben mir die Videos gedisliked. Und naja, es ist jetzt nicht so. Naja, war jetzt nicht so was. Aber bei Folge 13 ist mir gerade ein Kommentar untergekommen. Da schreibt der Lucky Lino, mach mal ein bisschen Community-Werbung, so bekommst du auch mehr Klicks.
Naja, Community-Werbung. Ich meine, ich habe es jetzt nicht so nötig mit Werbung. Dezente Werbung wäre in Ordnung, aber so Handy, mit Werbung habe ich es halt nicht so. Also wenn dann nur über meine eigenen Seiten, ne? Aber so, ich wollte jetzt nicht Sub for Sub oder sowas machen, weil davon habe ich viel bekommen und ganz ehrlich, das mache ich nicht. Dann ist noch unter demselben Video, unter Teil 13, vom Lucky Lino, also zum Beispiel bei großen YouTubern in die Kommentare schreiben, hey Leute, ich mache Let's Plays, schaut mal vorbei oder irgendwas, damit die Leute auf dich aufmerksam werden. Ganz ehrlich, nein, sowas mache ich nicht. Dennoch danke für den Vorschlag, auch wenn er 3 Jahre zurückliegt. Unter Teil 14 ist nichts weiter. Jetzt geht's schon in eine gute Richtung, weil ich gerade bei der Minecraft-Sonderfolge Weihnachten 2013 angekommen bin. Und ja, da ist ein Kommentar drunter, der da lautet von Tutorial vor 3 Jahren. Echt geile Videos. Ich finde dieses Let's Play Video. Ach nee, nee, sorry. Ich finde dieses Let's Play sehr geil und ich habe auch schon jede Folge gesehen. Mit vielen Grüßen, Mike. Ja, Dankeschön, Mike. Es freut mich riesig, dass du das damals dir schon reingezogen hast. Ich hoffe, du bist noch dabei. Wenn nicht, ist nicht schlimm. Aber sonst. Ja, dann sind wir auch schon bei Folge 15. Dort schon ist schon ein bisschen mehr. Da schreibt einmal der Belloway oder keine Ahnung. Trennstrich Oxlore. Cooles Video, mein Abo und Like hast du dir verdient. Was mich freuen würde, wär, ist, wenn du mal bei mir vorbeischauen würdest. Mit vielen Grüßen, Balloi TV. Ganz ehrlich, nein. Auf solche Werbung reagiere ich gar nicht erst. Das habe ich noch nie gemacht und das werde ich nicht machen. Dann steht noch ein Kommentar vom, oder kam noch ein Kommentar vom Frosty Zockt. Super Video, cooler Shader Mod, Like von mir. Wenn du Lust und Zeit findest, kannst du ja auch mal bei mir vorbeischauen. Immer diese Eigenwerbung. Ganz ehrlich, nein. Das sind jetzt die Folgen, wo es schon langsam mit Shader losgeht, weil ich ja am Anfang so ein dezenter Dumpfbeutel war, was Shader anbelangt und so ein Zeugs. Ja. Das wäre jetzt schon Folge 16. Und da hat ein Hulk 1233 kommentiert. Das ist jetzt kein Lob, aber er hat geschrieben, antworte mir mal bitte auf das Camtasia Studio. Auf den Camtasia. Was? Antwort. Alter, das Deutsch. Antworte mir mal bitte auf den Camtasia Studio 8. Hä? Hast ein Like. Okay, danke für das Like, aber mit dem Kommentar konnte ich irgendwie nichts anfangen. Jetzt zumindest nicht mehr. So, Folge 17. Aha. Jetzt wird das Ganze schon interessanter. Wir sind bei Minecraft Folge 17 und da schreibt der XChrisLPX. Super Video, kleiner Tipp, erstelle so eine Playlist, damit immer Musik spielt. Die Minecraft-Musik kommt irgendwie ziemlich selten, aber sonst mach einfach weiter so, Zwinker. Ja, erstmal danke für den Hinweis. Das war tatsächlich auch damals die Zeit, wo ich ein Problem hatte, dass die Minecraft-Musik nicht ordnungsgemäß abgespielt wurde. Und die hatte immer. Hier gehen wir mal kurz zurück in Minecraft. Oh, das sieht schon geil aus. Ich habe, by the way, jetzt ein Plugin drin, was die Zeit reguliert, sodass wir länger Tag haben und länger Nacht. Mal nebenbei gesagt. Und da hatte ich damals Probleme mit der Musik, die nicht spielte. So wie jetzt ungefähr. Und dafür habe ich ja jetzt meine Mod, die, wenn ich jetzt mal Musik mache. Und wieder pausiere. Die ja so manuell Musik spielt, dauerhaft. Und was auch funktioniert. Allerdings nicht so Minecraft intern, was irgendwie ziemlich Probleme gemacht hat. Ich wusste nicht, woran es liegt. Ich habe es bis heute irgendwie immer noch nicht rausbekommen. Tja, was will man machen? Dann habe ich hier Folge 18 vor mir liegen. Da gibt es keine Kommentare. Jetzt habe ich glatt eine Folge über aus Versehen übersprungen. Jetzt sind wir bei Teil 19 angelangt. Auch nix. Teil 20. Nichts. 21. Nichts. 22. Nichts. 23. Auch nichts. Nummer 24.
Oh lol. Da ist ebenfalls nichts. Folge 25 ist nichts. Folge 26. Na, 26 lädt gerade irgendwie nicht. Auch nichts. Folge 27. Auch nichts. Warte mal. Nee, doch, passt alles. Folge 28. Okay. Bei Folge 28 ist mir gerade ein Kommentar vom Rizeax-Antworter aufgetaucht. Der da heißt: Hey, nettes Video, hat mich unterhalten, hab ein Abo und ein Like für dich dagelassen. Du kannst ja mir mal vorbeischauen und auch ein Abo und Like da lassen, würde mich sehr freuen. Ich bin kein Sub vor Sabber. Sabber. Alles klar. Ach, nee. Nee, ich mach sowas nicht. Ich gehe auf solche Werbung gar nicht erst ein. Es sei denn, es ist irgendwie verpackt, dann ja. Aber die Besuche schenke ich mir. Da ist nichts. Das könnt ihr vergessen. Folge 30 ist nichts. Folge 31 auch nicht. Folge 32. Okay, das ist krass. In Folge 32, die da heißt Dirt Elevation. Alter, was habe ich mir da gedacht? Da hat der Andreas Puhan geschrieben, oder Puhan? Ich denke mal schon. Ich will mehr Videos in der Woche von dir. Lachender Smiley. Freut mich. Ganz ehrlich, doch. Ich versuche ja tagtäglich irgendwas rauszuhauen. Es ist nur halt immer so ein bisschen, naja. Ist jetzt nicht immer so, dass ich was auch parat habe. Also zocken kann ich viel, aufnehmen eher weniger. Ist halt so eine Sache. Dann hat die Folge 33, die da heißt Höhlenstopfer, ebenfalls einen Kommentar vom Automat Kalaschnikow. Sehr unterhaltsames und gutes Video. Weiter so. Du hast Potenzial. Du bekommst auch einen Daumen und nach oben ein Abo. Was? Ein Daumen nach oben und ein Abo. Wenn du willst, kannst du ja mal bei mir vorbeischauen. Alter, habe ich echt zu viel Werbung da gelassen? Also toleriert. Tolerieren muss man ja viel. Ja, dann sind wir auch schon bei Folge 34 und da hat der T-Time-Titans, T-Time-Titans, kommentiert mit einfach nur gutes Video. Smiley. Ja, Smiley, geil. Ja, freut mich, ohne Witze. Ist ja cool, dass so viele tatsächlich dann auch sich dran beteiligen und auch mal Kommentar da lassen. Das freut mich nämlich immer wieder. Da hat an oh, Folge 35, jetzt wird's interessant. Da hat ebenfalls der Tea Time Titans kommentiert: Gutes Video, Smiley, wieder dasselbe, aber freut mich. Cool, dass er dabei bleibt. Dann hat noch die Wurstkreatur oder der Wurstkreatur kommentiert: Hey, cooles Let's Play, Abo hast du. Wenn du Bock hast, schau doch mal bei mir vorbei. Wäre über ein Abo dankbar. Ganz ehrlich, nein. Dann hat noch kommentiert Affe mit Waffe, anscheinend ein Fake-Account, weil ich irgendwie auch wusste, dass ein offizieller Affe mit Waffe existiert. Hey, cooles Minecraft-Video. Hat Spaß gemacht, es anzuschauen. Mach weiter so. Hab dir mein Abo dagelassen und ich hoffe, dass du weiterhin aktiv auf YouTube bleibst. Würde mich freuen, wenn du auch auf meinem Kanal vorbeischaust. Habe in den letzten paar Minecraft-Videos hochgeladen und seit ein paar Tagen kommt auch die ersten Watch Dogs-Parts. Okay, das ist cool, weil ich hatte damals zu dem Zeitraum ungefähr Watch Dogs Online Let's Played. Das kann man mal wieder machen, ne? Und ja, da habe ich mich auf jeden Fall gefreut, weil ich meine, man bekommt jetzt nicht unter einem Video automatisch drei Kommentare gehauen. Aber ist natürlich cool gewesen, ne? So, da sind wir wieder bei Folge 36, die da heißt Stubenhocker. Da hat wieder der Automat Kalaschnikow kommentiert: Sehr unterhaltsames und gutes Video. Weiter so, du hast echt Potenzial, du bekommst einen Daumen nach oben. Wenn du willst, kannst du ja auch mal bei mir vorbeischauen. Ach nee, bei uns, sorry. Anscheinend Copy-Paste. Sowohl als auch, nein. So, und dann hat noch der Cyber kommentiert: Cooles Video, Abo hast du. Würde mich freuen, wenn du auch mal bei mir vorbeischauen würdest. Musst du aber nicht. Ja, das sind wieder die, die ein bisschen dezent leben.
dezenter, weil dezent ist das nicht, wenn man Eigenwerbung machen muss. Egal. Vielleicht gefallen dir ja meine Videos. Bis dann. Cyber. Oh. Tja, nee, ganz ehrlich, nicht. Aber trotzdem cool, dass die alle kommentiert haben. So, wir sind bei Folge 37 angekommen, die da heißt Baggerkommando. So, da, oh je, da haben schon einige mehr kommentiert. Klasse Video. Also, das ist von. Warte mal. Ach, lol. Da hat einer kommentiert, der Massive Gamer heißt und so hieß ich damals auch. Ja, und der hat kommentiert, klasse Video, ganz viele Ausrufezeichen. Mach weiter so. Ich bin leider, also Caps Lock, Alter. Ich bin leider noch nicht so gut, nachdem ich noch keine nachdem ich noch kein PS3-Aufnahmegerät habe, aber immerhin schon. Ich habe gerade Babos gelesen, aber 8 Abos. Okay, Glückwunsch. Mach weiter so. Danke. Ja, dann hat noch Half PFP kommentiert. Klasse Video, viel Erfolg weiterhin. Dankeschön, Dankeschön. Den Daumen nach oben hast du natürlich und ich freue mich auch auf weitere Folgen. Das freut mich sehr, das motiviert und das macht mich stark. Vielleicht hast du ja Interesse bei mir, hast du ja Interesse und schaust mal vorbei. Nein, habe ich nicht. Liebe Grüße, Half PFP. Dann hat noch der Zimbo kommentiert unter der Folge 37. Gutes Video mit gutem Inhalt. Warte mal, was? Was soll das denn? Mit gutem Inhalt. Ist mir ein bisschen zu grob, egal. Hat mir super gefallen. Mach weiter so. Und vielleicht wirst du dann mehr Zuschauer auf YouTube bekommen. Auf jeden Fall wünsche ich dir viel Glück auf YouTube. Und das Wichtigste, hab Spaß. Und genau damit hat er einen wichtigen Satz gesagt. Darum geht's mir bei dieser ganzen Sache. Ich will Spaß haben bei den Videos. Ich will Spaß haben bei diesen Let's Plays. Ich will Spaß haben beim Zocken. Ich will Spaß haben mit meinen Kumpels. Ich will Spaß haben mit euch. Und nicht im perversen Sinne sehen, sondern wirklich, ich will einfach die Erinnerung festhalten und die geilsten Gaming-Aufnahmen ever aufnehmen. Und darum mache ich das Ganze ja auch. So, dann geht es weiter in Folge 38. Da sind keine Kommentare. Scheiße. Okay, hier habe ich eine Folge irgendwie doppelt benannt, nur eine Nummer 2 hinten dran gehangen. Okay, Folge 39, auch nix. Folge 40, wo ich irgendwie auf einen Server eingeladen habe. Nichts passiert. Ich habe jetzt gerade nichts zu trinken hier, oder doch? Weil ich möchte mal kurz was trinken, weil je mehr ich rede, desto schneller wird der Mund trocken. Was ist das? Das ist aber kein neutral. Hier, sag schon, still. Nee, spritzig. Okay. In der Folge 41 hat der Andreas Puhan erneut kommentiert. Der da schreibt, ja, bin ein neuer Abonnent, weiter so. Das hat mich natürlich sehr gefreut, weil je mehr Abos, desto mehr Abos, ne? Und dann geht es auch schon weiter mit der Folge 32, wo der Andreas Puhan erneut kommentiert hat. Was? Okay, da hat er kommentiert, mein Test ist tiefer, also mein Test, also MINE Test ist die Verarsche von MC. Ist das von Mac oder Minecraft allgemein oder ich weiß nicht, worum es ging. So, dann geht es weiter mit der Folge 34. 43, sorry, sorry, sorry. Sorry, sorry, sorry. Am coolsten wäre es ja wirklich, wenn ich einfach alle Videos, alle Kommentare der bestimmter Videos collecten. Jetzt fängt das hier drin an zu pissen, ich glaub's nicht. Wenn ich alle Kommentare einer Videoreihe picken könnte oder einer Playlist, wäre viel zu aufwendig bestimmt, aber naja. Dann wären wir schon bei Folge 45, die Bambusinsel. Und da hat Blue Tick LP geschrieben, hast ein Abo, Smiley, vielleicht bekomme ich auch eins, wäre mega. Ganz ehrlich, nee, weil Werbung, nee, einfach nein, keine Werbung. Ich mache jetzt auch nicht so offensichtlich Werbung, von daher. Ich mache nur Videos und ihr schaut sie und ich finde das cool. So, wir sind schon bei Folge 48 und da ist nichts. Aha, okay, hier wird es schon besser. Folge 48, die da heißt Tunnelgräber.
Da hat der Timme kommentiert. Cooles Video. Doppelpunkt D. Rauschen muss aber weg. Und da sind wir wieder beim nächsten Punkt. Ich habe nämlich damals, glaube ich schon, ich weiß jetzt gerade nicht, welches Mikrofon ich benutzt habe, weil ich kann das jetzt im Hintergrund jetzt hier nicht abspielen, sonst würdet ihr es auch hören. Es gab tatsächlich, warte, weiß ich das sogar noch? Ja. Ja, Tatsache. Da hatte ich mal Probleme mit meinem Mikrofon und da hatte ich immer so Rauschen. Das musste ich da ein bisschen nachbearbeiten. Ich glaube, da hatte ich schon das Auna USB 900B, glaube ich. Ich weiß es aber nicht. Oder ich habe schon noch mit Headset kommentiert. Ich weiß es nicht. Moderiert. Und ja, ich weiß es nicht. Aber das sind so die Sachen, wo ihr mich verbessern könnt. Und um die Qualität natürlich zu steigern, müsst ihr einfach nur sagen, ja, mach das oder das besser. Weil ich möchte mich natürlich auch ein bisschen nach euch richten. So ist es nicht. Weil es ist, wo bleibt sonst die Interaktion, Mann? Und das ist doch doof, wenn man das im Nachhinein dann über Kommentare, also, ja gut, irgendwann muss man es ja kriegen, aber es wäre schön, wenn man das so zeitig wie möglich macht, damit man auch neue Ideen fassen kann und die Qualität steigern kann, damit man weiß, auf was man achten muss. So, und dann sind wir schon bei Folge 49, die da heißt Underground, Overground und Mittendrin. Da hat er 19Niki99 kommentiert. Richtig cooles Video, Doppelpunkt D. Hast Abo, ach nee, hast Like plus Abo. Würde mich über ein Re-Abo freuen. Re-Abo, Alter? Ist das ein Wort? Ein Re-Abo? Ein Re-Abo? What the fuck? Also ich weiß, was er meint, aber dieser Begriff, wow, what the fuck? Nee, also, nee. Irgendwie nicht. So, genau. Dann sind wir schon bei Folge 51 und ich versuche mich zu beeilen, einfach aus Zeitgründen. Da hat TooWee kommentiert. Ich feiere dich, Hammer. Hast Abo. Oh, Dankeschön. Freut mich riesig. Dann hat Bros TV, also die Bros, also egal, Bros TV kommentiert. Scheint etwas größer zu sein, also ein bisschen konstruktiver. Naja, schauen wir mal. Wow, einfach nur wow. Ich bin so froh, auf deinen Kanal gestoßen zu sein, weil du einfach das bietest, was mir sehr gefällt. Okay, das klingt trotzdem wieder allgemein. Ist egal. Wirklich großes Lob und ach, was soll ein Abo und was Like bekommst du auch? Mach einfach weiter so. Du hast echt das Zeug dazu, ein mega YouTuber, großer YouTuber zu werden. Und ich muss ja nicht nochmal sagen, wie sehr ich deine Videos liebe. Doppelpunkt D. Aber ich hätte auch eine Frage. Könntest du bei uns vorbeischauen und uns Feedback geben? Weil wir uns auch verbessern und was, weil wir möchten uns auch verbessern und falls dir unsere Videos gefallen, kannst du ja auch ein Abo da lassen. Aber du musst nicht, wenn du nicht willst. Smiley. Ja, das sind so die Sachen, die ist eigentlich ein und dasselbe, wieder eine lange Wortform gepackt. Es ist jetzt nicht in meinem Interessengebiet, bei anderen vorbeizuschauen. Ich schaue einfach das, was mir gefällt. Und ja, dabei wird es auch bleiben. Aber dennoch vielen Dank für den Kommentar, weil darauf baue ich auch auf. Dann hat noch dazu der Tortix, ja, kann man so sagen, er kommentiert, mega cool, Herzchen, hast ein Abo und ein Like und dann ein Smiley. Das freut mich riesig. Genug der Dankesreden und Komplimente. So, da sind wir schon bei Folge 53. Wo nochmals kommentiert wurde, vom S, Leerzeichen P. Kannst du mal auch was anderes außer Minecraft spielen? Nimm dir mal ein Beispiel, wie die Videos von was Bauer FB geschnitten sind. Das sind Welten im Gegensatz zu deinen. Okay. Kritik muss auch sein. Nee, ohne Witz. Nee, wirklich. Kritik ist komplett normal. Ohne geht's auch gar nicht. Ist auch, ja, wenn Leute was nicht, wenn sie es nicht mögen, dann ich kann es jetzt in dem Moment nicht ändern, weil das Video ist schon oben. Aber ich kann zumindest wissen, okay, ist jetzt der größte Teil dafür oder dagegen? Und da kann ich auch abwägen, wie ich was mache und mich neu ausprobieren oder so ein Zeug, ja? Deswegen ist erstmal cool, dass es auch diese Leute gibt, weil es wäre auch ein bisschen creepy, wenn nicht. Aber es hat mir auch wahrscheinlich in dem Moment kurz geholfen. Aber es wird mich wahrscheinlich nicht daran hindern, durchweg Minecraft-Folgen im Ganzen aufzunehmen und zu schneiden. Dann hat der Fix kommentiert, der sogar ein verifizierter YouTuber ist. Okay, das ist gerade krass. Hey, cooles Video, weiter so, Smiley. Ganz ehrlich, das ist auch schon irgendwie wieder ein bisschen Werbung für ihn.
weil er nur ganz kurz kommentiert, aber man sieht diesen scheiß Haken neben dem Namen. Und da denkt man sich, wow, what the fuck, er hat kommentiert, so ein großer YouTuber bei mir, nein. Und da geht man automatisch zu ihm drauf oder kommentiert mit irgendwie oder abonniert oder irgendwie sowas. Echt krass, Mann. Und ja, da, ich freue mich natürlich, wenn so ein Kommentar bei mir eintrifft. Es ist auch schon irgendwo ein bisschen so ein kleines Premium-Gefühl, naja. Dann hat Bauer FB, der oben im Kommentar erwähnt wurde, kommentiert, echt cooles Video, ich sehe viel Potenzial bei dir und dem anderen. Würde mich auch freuen, wenn du ein Feedback von meinem Video, von meinen Videos zu hören. Beziehungsweise, ach nee, warte, PS, den Daumen nach oben hast du. Dankeschön, Smiley, also Zwinker-Smiley. So, weiter geht es. Ich muss wieder kurz was trinken. Alter, das Mann geht das schnell. In Folge 54 hat wieder Bros TV kommentiert. Du bist der YouTuber, den ich seit Jahren suche und das ist, suche, mein Ernst, du machst das, was nicht viele machen und nämlich gute Videos. Okay, ich fühle mich geschmeichelt. Ich sehe bei dir viel Potenzial, das du ausbauen kannst. Ich habe dich abonniert und du kannst, musst aber nicht, zurück abonnieren. Dir sollen meine Videos gefallen, mir gefallen deine Videos und ich würde mich auch über dein Feedback freuen. Ich würde mich ehrlich gesagt freuen, wenn du ein bisschen mehr orthografische Fähigkeiten an den Tag legst. Aber trotzdem danke für das Kommentar, für den Kommentar natürlich. Hilft mir sehr, freut mich sehr und so weiter und so fort. Dann hat der Percrafter kommentiert unter der Folge 55. Gutes Video, weiter so. Ja, schlicht und einfach, Dankeschön. Dann hat noch Timac darunter, oder T-Mac darunter kommentiert. Gutes Video, hab dich mal abonniert, vielleicht schaust du auch mal bei mir vorbei, mache Rap und so. Ist ja zumindest cool, wenn die Leute mit dazu schreiben, was sie machen, weil das hilft, bevor man drauf geht. Ja, es ist jetzt nur so, wie die ganze Folge gesagt, Werbung ist nicht meins. Ja, dann sind wir schon bei Folge 56, da hat der Hans Wurst kommentiert, ich liebe diese Intro-Musik. Und was habe ich da für eine Intro-Musik? Ach so, das war Turn Down for What. Da hat Hans Wurst alles klar kommentiert. Und ich habe von einem Partner-YouTuber, mit dem ich schon ein bisschen, also so, wir sind so ein bisschen Kumpelzeugs, hat Drago Beast unter 56 unter Folge 56 kommentiert, voll cool kommentiert und dann so ein süßer Smiley irgendwie. So Dachhäuschen, Augen, Dings. Ja. Dankeschön. Du machst natürlich auch coole Videos, also so ist es nicht. Ich freue mich riesig. So. Unter 57 ist nichts. Ich muss sie leider einzeln durchgehen. Dann habe ich anscheinend einen englischsprachigen Dude unter meine Kommentare bekommen, unter der Folge 58 von Crooked Hero Awesome Witman und dann Smiley, also beziehungsweise Doppelpunkt D und okay, also wenn er versucht Deutsch zu lernen, dann hoffe ich, dass ich nicht die erste Wahl bin, aber ist natürlich auch cool, wenn man dann irgendwie mit internationale Community ansprechen kann. Dann sind wir schon bei Folge 59 und da schreibt der Fly oder die Fly, hey, schönes Video, ich behalte deinen Kanal im Auge, wenn deine Videos haben echt Potenzial, was mir auffällt, dass du leider keine Musik im Hintergrund hast. Oh ja, das ist mir auch schon aufgefallen, das habe ich vorhin schon gesagt und das ist auch damals im Let's Play behandelt worden. Und deswegen, deine Tastatur und Maus sehr stark hörbar sind, wäre cool, wenn du das beheben würdest. Ja, ich beeile mich, ich arbeite dran, so gesagt. Würde mich freuen, wenn du bei mir mal vorbeischaust. Freue mich über Verbesserungsvorschläge. Liebe Grüße, Fly. Anscheinend habe ich bei ihm vorbeigeschaut, einfach weil es konstruktiv war. Das sollte wahrscheinlich als Ausnahme gedacht sein. Ja, dann die Folge heißt, es passiert etwas. Ich weiß, das ist natürlich Clickbait hoch 9000, aber ist wurscht. Dann hat noch Games Heaven kommentiert, sorry. OMG, es passiert was. Doppelpunkt O, Doppelpunkt D. Das ist natürlich... Ja, ein bisschen Humor mit nebenbei. So, dann schauen wir uns die Folge 60 an. Die hat keine Kommentare. So, und unter Folge 62 hat Palox kommentiert. Den hatte ich damals als Kumpel mit.
Für Minecraft und wir wollten uns, glaube ich, irgendwie zusammenschließen, nur das war mir irgendwie nicht ganz koscher. Da hatte ich dann gesagt, nee, lieber nicht. Und naja, zumindest Palox hat kommentiert unter der Folge 62 mit: Für die Pfefferkekskuchen bekommst du kein Geld, oder? Pfefferkeks, was? Was? Pfefferkekskuchen? Pfefferkek. Ich weiß gerade nicht, was da war. Ich habe es mir gerade mal in die Lesezeichen gespeichert. Ich schaue mir das später nochmal an. Naja, okay. Und weiter geht es mit Folge 63, wo nichts ist. Folge 64 hat einen Kommentar von niemandem, ein Unknown User. Da hat er, also keine Ahnung, Nummer, Folge 64. Hat einen Kommentar von einem unbekannten Nutzer, der da schreibt: Geil gemachtes Video, Potenzial ist bei dir auf jeden Fall weiter so. Habt ihr ein Abo dagelassen? Würde mich freuen, wenn du auch bei mir vorbeischaust und wenn es dir gefällt, ebenfalls ein Abo dalässt. Werbung? Nein. So, dann hat mein bester Kumpel Triple Bus King kommentiert, der da schreibt: Du Lappen mit deinen Löwenschlappen. Okay, danke, Bro. Ich liebe dich auch. Dann hat noch Neat Bonn, wenn ich das richtig ausspreche, kommentiert: Geiles Video, hat mir Spaß gemacht, dich zu abonnieren. Warte mal, was? Es kann Spaß machen zu abonnieren? Okay, vielleicht schon. Es ist ja nur ein Klick auf den Button. Also, ja, nee, egal. Und dir ein Like da gelassen. Ich hoffe, du schaust bei mir auch vorbei. Mit freundlichen Grüßen, Bonschuk. Wie heißt du, Bonschuk? Ach, ey. Also, danke für den Kommentar auf jeden Fall. So, dann hat unter Folge 65 der RS-Freak 221 kommentiert. Erster Doppelpunkt D. Ja, die gibt's. Oder gab's zu der Zeit. Naja. Dann hat noch Big Ben LP kommentiert: Mahlzeit, tolles Video. Like hast du. Mach definitiv weiter so. Würde mich freuen, wenn du. Ich würde mich unfassbar darüber freuen. Okay. Wenn du bei Zeiten auch mal einen Blick auf meinen Kanal Videos werfen könntest. Wäre unglaublich nice. Doppelpunkt. 3333333. Ja, ich meine. Der ist schon etwas aufgeregter und ein bisschen freundlicher als die anderen und ja, auch ein bisschen sympathischer das Ganze verpackt, aber nein, leider nein. Mache ich nicht. Unter Folge 66 schreibt der 4-Clan: Hey, I mentioned you in my video, I subscribe you twice back. No, mate. Just no. Das ist. That's advertising and I don't like it. So, dann hat noch Dark Text kommentiert und geschrieben: Richtig gutes Video, haben nichts gefunden, woran ich was auszusetzen hätte. Weiter so. Hab übrigens gerade die 300 Abos geknackt und würde mich freuen, wenn du mal bei uns vorbeischaust und uns mit einem Abo unterstützen würdest. Musste natürlich nicht. Zwinker-Smiley. Ja, nee, Werbung. Aber trotzdem danke an all die Leute, die wirklich sich die Mühe gemacht haben, das handschriftlich aufzusetzen bei mir. Folge 67 hat nichts. Sind wir bei Folge 68. Ebenfalls nichts, macht nichts. Weiter geht's. Folge 69. Ebenfalls nichts. Schade, schade. Weiter geht es mit Folge 70 und da geht es auch schon langsam dem Ende entgegen. Auch nichts. Okay, hier habe ich gerade festgestellt, dass in der Liste irgendwas zu fehlen scheint, weil hier Teil 71 ist, dann kommt die 72 und dann geht es irgendwie mit der 75 weiter. Anscheinend fehlen hier drei Videos. Warte, bin ich bekloppt? 73, 74, zwei Videos. Sorry, sorry, passiert. Ich habe automatisch hier subtrahiert und da kam das raus. Egal. Okay, da machen wir weiter mit der 75, weil ich jetzt nicht den Nerv habe, dort nach Folge 74 oder so zu suchen. So, und in Folge 75 hat der Kryptice. Kryptice? Ja,
Cryptic C hat kommentiert mit Moin, Zwinker Smiley, sehr schönes und gutes Video. Zwinker lachen. Würde mich freuen, wenn du mich abonnierst und aktiv bleibst. Und nochmal sehr gutes Video. Und ich würde mich sehr freuen, wenn du bei meinem letzten Video Livestream einen Daumen nach oben da lässt. Werbung wird konsequent ignoriert. Und da sind wir schon bei Folge 76, die keine Kommentare enthält. Dann geht es weiter mit der 77. Die enthält einen... Tatsache. Die Folge 77 enthält einen Kommentar von H. Dominik-HD. Servus, ich habe mich mal etwas auf deinem Kanal umgesehen. Gefällt mir, muss ich gut sagen. Gefällt mir gut, muss ich sagen. Vielleicht hast du auch mal Lust, bei mir vorbeizuschauen. Smiley. Liebe Grüße, Dominik. Der übliche Spam halt. Deswegen. Nein, tut mir leid. Leider nicht. Danke, dass du das Video kommentiert hast, aber nein. Einfach nicht. So, und damit sind wir bei Folge 79. Wo der Legit, wo Legit Gamers kommentiert hat, hey, cooles Video, lachen das Smiley, hast auf jeden Fall gute Qualität, in dir steckt echt Potenzial irgendwie hinter jedem Satz, ist irgendwie so ein Smiley, deswegen egal, mach weiter so, mach auf jeden Fall weiter so, aktives Abo und Like hast du von uns, what the fuck, dein Commentary ist echt mega gut und sehr unterhaltend. Das gefällt mir, das hab ich sogar, also jetzt nachdem ich gesehen, anders kann ich es jetzt auch nicht vertreten, ich habe gerade gesehen, dass ich dort ein Herz vergeben habe. Ja, das ist natürlich cool, wenn anderen Leuten mein Commentary gefällt, weil nicht jedem gefällt die Scheiße, die ich hier gerade von mir gebe. Deswegen, ich fühle mich jetzt einfach mal geschmeichelt. So, dann habe ich schon ein neues Intro hier reingepackt unter der Folge 80, die schon recht aktuell ist. Und vom 28.04.2017 ist. Da ist nichts passiert. Dann sind wir schon bei Folge 81 angelangt. Die ebenfalls nichts enthält, aber dafür einen Daumen nach oben. By the way, das ist nicht der einzige Daumen, den ich erhalten habe, sondern ist mir gerade nur so aufgefallen, als ich mal drauf geschaut habe. Und dann sind wir schon bei Folge 82, die schon im Thumbnail, also was heißt im Thumbnail, in den ersten Bildern schon ziemlich geil aussieht, weil einfach Shader. Da hat der Su. Das, der was? Der Suti. Wenn ich das. Das. Su, ja, Suti kommentiert. Ich spreche es jetzt mal so aus. Du bist ein nicer Let's Player. Dankeschön. Gefällt mir. Das finde ich natürlich cool. Das gibt mir Kraft und hält mich am Leben. Naja. Folge 83 enthält nichts. Der Regen hat gerade in Minecraft aufgehört. Dann Folge 84 enthält auch nichts. Folge 85 enthält einen Kommentar von Fischergott. Der hat ein lustiges Profilbild. Gutes Video, Like, Hashtag Abo, Doppelpunkt P. Dankeschön. Gefällt mir, freue ich mich. Dankeschön. So, sind wir in Folge 87. Aha, in Folge 87 hat der Suti erneut kommentiert. Wie immer nice, dankeschön, gefällt mir. Dann weiß ich, dass das so in Ordnung ist. Und nochmals, kannst du bitte deine Aufnahmeprogramme in die Beschreibung packen? Ganz ehrlich, jetzt auch nochmal für die, die es nicht gecheckt haben. Ich habe eine Videobeschreibung, wo nochmal alles allgemein zusammengefasst ist. Und da steht unter anderem der Kontakt drin und auch die Infos, zum Beispiel meine Webseite, auch News, die ich nicht aktuell halte. Eine aktuelle Projektseite, die ich nicht aktuell halte. Dann eine Minecraft-Server-Seite, die nicht mehr so aktuell ist. Oh shit. Dann natürlich mein System, also meine Komponenten, mit denen ich aufnehme, also beziehungsweise meine Komponentenzusammensetzung am PC. Diesen auf jeden Fall aktuell. Dann noch meine Google Plus Seite, die ihr eigentlich vergessen könnt, weil da passiert eigentlich nichts weiter. Dann noch meine geschäftliche E-Mail-Adresse oder einfach unter massiveplace.bplace.net/kontakt. Dann findet ihr auch dazu und ich habe auch die Gaming-Clients mit reingehauen, falls ihr mich unter irgendwelchen Gaming-Seiten mit adden wollt, aber das findet ihr auch alles auf meiner Seite. Deswegen einfach mal umschauen. Das tut nicht weh und ihr könnt euch ja einfach mal inspirieren lassen oder
berieseln lassen. Naja, machen wir Folge weiter mit Folge 88. Da hat Zwergi Nightcore kommentiert: Hey, das ist echt ein interessantes Video, was du da gemacht hast, Doppelpunkt 3. Ich würde mit dir gerne meine Musik zur Verfügung stellen. Gibt auch keine Copyright-Probleme mit. Feedback wäre auch sehr schön. Okay, und da habe ich kommentiert. Ja, da habe ich gerade entnehmen können, dass eher Nightcore-Musik von diesem User publiziert wird und die passt eigentlich nicht eher in mein Sortiment rein, was ich jetzt an Hintergrundmusik für meine Videos verwende. Deswegen danke, aber nein, danke. Dann sind wir jetzt schon bei Folge 90 anbelangt und damit ist das Video wahrscheinlich auch gleich zu Ende. Eigentlich wollte ich im Nachhinein noch aufnehmen, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass jetzt noch so viele Kommentare einrieseln, beziehungsweise eintreffen. Jetzt wird hier eher weniger sein, weil das die neuen Folgen sind und die werden meist konsequent ignoriert, was die Kommentare anbelangt. Okay, wenigstens sind hier ein paar Daumen da geblieben. Das ist natürlich schön. Folge 93 enthält nichts. '94 auch nicht. '96 enthält auch keine. Oh, jetzt habe ich eins überspringen. Oh. Die 97. Das sind keine Kommentare. Okay. Dann hat tatsächlich in der Folge 98 der Hype X kommentiert: Hey, nice Video, Smiley. Dankeschön. Ich möchte jetzt auch mal nicht behaupten, dass meine Videos jetzt irgendwie qualitätsmäßig unterster Dreck sind, aber es gibt vielleicht hier und da Sachen, die kann man verbessern. Also muss ja echt, kann gut sein. Und dann hat tatsächlich in der letzten Folge, die Folge 99,5, der Suti erneut kommentiert: Alter, ist das geil, Suti, ey, du bist echt eine kleine Klette. Geil. Er hat kommentiert: Like. Und offensichtlich auch ein Like dagelassen. Also danke, Mann. Ohne Witz, nee, dann jetzt mal einfach abschließend für dich ganz besonderes Danke. Freut mich auf jeden Fall. Und es freut mich vor allem, dass dir meine Videos gefallen. Weil, ja, was will man als Künstler in Anführungszeichen auf YouTube sonst? Ja, was soll ich sonst machen? Es gefällt mir, wenn ich weiß, dass Leute mir gerne zuschauen. Damit sind wir gerade wieder zurück hier in Minecraft. Und ja, damit sind wir eigentlich tatsächlich auch am Ende dieser Folge. Und ich möchte jetzt nicht länger in die... ich möchte jetzt nicht weiter in die Länge ziehen, weil wir eine gigantische Masse an Minuten gerade gesammelt haben. Und ja, damit wollte ich es eigentlich gern belassen. Wir haben alle Kommentare durchgeforstet, mit Ausnahme dieser Lücke, wo zwei Videos fehlen. Und da würde ich mal einfach sagen, wir machen das nächste Mal, weil ich hoffe, dass ich jetzt ein bisschen öfters Minecraft aufnehme. Machen wir einfach demnächst hier an dem Punkt weiter. Und dann werden wir hoffentlich erstmal die ersten Treppen setzen zum Beispiel oder die ersten paar Wände ziehen oder hier vielleicht in eine Mine mal kurz gehen oder ein bisschen die Umgebung erkunden. So werden wir es machen. Und ja, eure Kommentare kommen natürlich runter in die Kommentarbox, weil ich mich wirklich riesig darüber freue, wenn Kommentare eintreffen, weil ich auch gespannt bin, was mich erwarten wird. Einfach nur Like, ja, mach dies oder das besser oder ich mag dich nicht. Einfach sowas, es interessiert mich einfach, deswegen wartet einfach nicht, nehmt euch 2-3 Sekunden und hinterlasst hier einfach mal irgendwas. Es kann auch sein erster oder du stinkst oder ich habe deine Mutter gefickt oder irgendwie sowas. Ist mir komplett wurscht. Hauptsache ihr kommentiert. Und ja, das soll es das bis hierhin gewesen sein. Wer mich nicht mag, dann begehe ich hier Suizid an der Stelle. Also in-game. Und ja, dann würde ich mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch interessiert und ja, dann könnt ihr mal Bewertung da lassen. Freue ich mich riesig drüber und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Blockix und Spiel der Welt. Bis dahin und tschüss.